Für viele Gärtner sind die Jauchen ein wichtiger Bestandteil im Garten. Zum Beispiel die Brennnesseljauche ist am bekanntesten. Viele nutzen sie einfach, um ihre Pflanzen auch zu stärken. Und ich möchte euch jetzt einfach mal meine Erfahrungen bzw. auch meine neue Sichtweise bezüglich den Jauchen in dem Video euch präsentieren, weil ich da jetzt auch wieder neue Erkenntnisse habe und warum ich die Jauche dann ja nicht mehr in den nächsten Jahren wahrscheinlich ansetzen werde. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Viele können sich die Brennnesseljauche bzw. andere Jauchen gar nicht mehr aus dem Garten wegdenken. Und die wird ja auch im Internet, werden auch sehr gute Erfahrungsberichte zu der Brennnesseljauche auch geschildert. Der Grund ist, warum ich die jetzt ein bisschen kritischer sehe, ist jetzt einerseits das Buch hier Humusphäre von Erwin Pommeresche. Und ich habe auch mit dem Daniel von den Waldgeistern, hatte das in seinem digitalen Stammtisch angesprochen. Der findet jeden zweiten Samstag im Monat findet der statt um 8 Uhr. Hat einen speziellen Link dafür und es macht immer wieder Spaß, da mit ihm und mit anderen Leuten da mal einen guten Austausch zu haben. Also wer da auch Interesse hat, ich verlinke mal den Link unten in der Infobeschreibung. Da freue ich mich auch mal, einige von euch vielleicht da auch mal kennenzulernen, beziehungsweise uns auch einfach auszutauschen. So ein Austausch ist da immer was sehr Feines, wie ich finde. Jedenfalls wird halt zum Beispiel bei der Humusphäre bei Herwin Pommeresche auch die Gülle angesprochen und die riecht halt recht streng, ist halt das Ammoniak und das wird ja auch zum Beispiel bei der Brennnesseljauche durch den Fäulnisprozess auch mit ja, abgegeben bzw. wird da produziert und das Ammoniak ist halt ein geruchloses und ja, stechend riechendes toxisches Gas, welches halt ausgestoßen wird, was auch die Luft in der Atmosphäre etwas verschmutzen kann, weil es halt in großen Maßen da auch mit ja, ausgebracht wird und kann auch bestimmt dann irgendwie auch das Grundwasser mit verseuchen. Und da ist halt für mich auch der Faktor, es riecht halt einfach sehr streng mit diesen Fäulnisbakterien. Das ist halt auch nicht so optimal, weil viele meinen dann auch, die Pflanze nimmt halt die Nährstoffe auf, die halt flüssig geworden sind, die halt in der Brennnessel zum Beispiel drin sind. Das ist halt der Hauptpunkt, warum die Leute das machen, weil sie meinen, dass die Pflanzen tote Nährstoffe und alles mit aufnehmen, was halt hier in dem Buch nicht, das ein bisschen hinterfragt wird, dass halt die Pflanzen lebende Organismen wie zum Beispiel Bakterien mit aufnehmen und nicht nur tote Stoffe, wie es halt immer so propagiert wird. Also mit den ganzen Flüssigdüngern und alles Mögliche. Wird auch in der Biologie, sind da auch schon weitere Erkenntnisse gekommen. Da gibt es auch schon viele Recherchen. Und da kann man sich eigentlich das Buch mal Humusphäre von Herwin Pommeresche einfach mal holen und sich das mal einfach mal durchlesen, um einfach andere Sichtweisen und Erkenntnisse auch mit zu bekommen. Und ja, das ist dann, viele nutzen auch die Brennnesseljauche gegen einfach um ihre Pflanzen zu stärken, um sie robuster zu machen, auch wegen der Kieselsäure auch zum Beispiel auch, damit halt man verschiedene Tierchen auch abhält, Läuse zum Beispiel, da habe ich auch mal ein paar gehört, dass sie das machen, oder Schnecken abhalten oder alles Mögliche. Liegt einfach nur daran, dass halt durch diese Fäulnis die Tierchen auch abgehalten werden, das zu fressen. Die mögen sich auch selbst nicht vergiften mit den ganzen Stoffen und Gärprozessen, die auch da mit
produziert werden bzw. damit verursacht werden. Die möchten sich ja nicht selbst vergiften, deswegen lassen sie auch für eine kurze Zeit dort ab. Und das sind dann auch für mich wieder so besorgniserregende Zeichen, auch wenn die Brennnessel ja auch als Pestizid und natürliches Pestizid und Fungizid auch mit erachtet werden kann und somit auch Leben vernichtet, ist es halt auch dann wieder so ein Punkt, ob das dann auch die Pflanze mit geschädigt bzw. auch irgendwann auch mit geschwächt wird. Ich sehe es halt an dem Zusammenpunkt, die wird halt dann auch irgendwann gestärkt, weil dann die Fäulnisbakterien auch in dem Boden dann anfangen, wenn ihr zum Beispiel Mulchmaterial habt, dann da auch Sachen mit zu zersetzen. Deswegen nutze ich auch Bokashi. Das ist ja auch so ein Fermentationsprozess, der und das Ferment ist ja auch in negativen pH-Wert. Nur der Punkt dabei ist halt, dass ich das nicht, das grabe ich im Boden ein, wenn ich die Beete aufbereite und nicht direkt an die Pflanzen, damit die nicht direkt in Kontakt kommen. Weil das finde ich, ehrlich gesagt, habe ich schon Erfahrung gemacht, dass das nicht so gut ist für die Pflanzen. Das kann auch das Pflanzenwachstum hemmen. Und mein Bauernfreund, der mich ja hier zur Permakultur angeleitet hat, mich ein bisschen gelernt hat, der hat ja auch gesagt, dass man sich mit der Jauche auch einiges kaputt machen kann, wenn man das zu viel auch drauf nutzt. Und das sind halt für mich solche Aspekte, dass ich das dann allein schon wegen diesen Gerüchen und den Fäulnisprozessen, das einfach ein natürlicher Prozess auch von Bakterien sind, die erstmal was vorverdauen bzw. vorverarbeiten müssen, damit andere Lebewesen, andere Bakterien, andere Tiere davon ablassen wegen dem strengen Geruch, auch zum Beispiel wir Menschen, damit wir es unangenehm finden und davon auch erstmal ablassen, bis halt die bestimmten Bakterien, die diese Fäulnis verursachen, mit einer Vorverdauung bzw. Vorverrottung begonnen haben, damit dann andere Lebewesen dann hier weiter verrotten können. Und das ist dann für mich so mehr oder weniger kontraproduktiv, weil es ja auch diese Fäulnis unter Sauerstoffmangel durchgeführt wird. Außerdem war es jetzt in den ganzen Jahren, in denen ich hier meine Permakultur betreibe, habe ich die Brennnessel auch wirklich sehr wenig auch eingesetzt. Also wirklich in Maßen vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt. Manchmal habe ich es auch vergessen, das hat auch nicht sehr viel geschadet. Mein Hauptanliegen ist immer noch komplett mulchen, einen halb verrotteten Kompost dann auf die Beete ranbringen. Wirklich, ich habe jetzt schon wieder bei mir im Tunnel 10 bis 20 cm dicke Mulchschichten, auch mit Holzhack. Da kommt auch noch viel mehr drauf mit Laub und alles Mögliche. Das ist dann für mich der langfristige Weg, wie ich meine Pflanzen bzw. auch das Bodenleben fördere, die Mikroorganismen, die Regenwürmer, wovon dann die Pflanzen dann mehr profitieren, weil sie dann die Bakterien, die Pilze, in denen sie in Symbiose gehen, dann dadurch besser wachsen, weil sie die halt mit in ihren, in den Pflanzenbestandteil mit einbauen. Und das war dann für mich einfach die nachhaltige und bessere Lösung, anstelle so eine Brennnesseljauche, die dann auch sehr viel schaden kann, wenn man da nicht aufpasst. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach meine Erfahrung, meine Sichtweise und so wie ich es handhabe. Ihr könnt es auch gerne anders machen, so wie es euch beliebt. Das ist aber für mich jetzt so ein kleines Update auch für euch, warum ich das jetzt so handhabe. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, wie ihr das alles dazu seht und wie ihr zum Beispiel Jauchen im Garten handhabt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dabei noch auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Jetzt hier bezüglich zur Permakultur. Und das möchte ich natürlich auch nicht vergessen. Ich habe jetzt bin bei Patreon. Da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Da biete ich euch auch verschiedene Möglichkeiten an, mich zu unterstützen. Natürlich auch an einer gewissen Gegenleistung für euch. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und sonst in diesem Sinne wünsche ich euch angenehme Tage immer noch im Garten. Viel Spaß bei der Vorbereitung für den Winter. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.